Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Obwohl es ja inzwischen der Vergangenheit angehört, wollte ich eben sagen. Das stimmt natürlich nicht so ganz. Kommen wir nochmal zu einer Windows Phone App heute, beziehungsweise natürlich auch einer auf meinem, nochmal ganz von vorn, auf meinem Lumia 640 läuft Windows 10 Mobile. Ich habe mal wieder ein Spiel ausprobiert und darüber möchte ich sprechen. Die Rede ist von Galgenmännchen 2. Funktioniert mit den Betriebssystemen Windows Phone 8, Windows Phone 8.1 und Windows 10 Mobile. Was mich dazu bringt, aber das nur am Rande. Ich glaube, ich muss mal die Kategorie Windows Phone in Windows 10 Mobile umbenennen. Ungefähre Downloadgröße 9,41 Megabyte. Grundsätzlich erstmal kostenlos. Es gibt allerdings einen In-App-Kauf. Ich glaube, den kann man verwenden, um Werbung zu entfernen, wenn mich nicht alles täuscht. Der kostet 1,99 €, ist also auch, wenn man das Spiel oder das Geld dann ausgeben möchte, in einem absolut fairen Rahmen. Und bei 3 Gesamtbewertungen gibt es eine Durchschnittssternebewertung von 3,7 Sternen. Ich würde da durchaus 4 Sterne geben, sagen wir mal so. Die Beschreibung. Teil 2 des beliebten Spieleklassikers Galgenmännchen oder Galgenspiel ist da. Errate das vorgegebene Wort, bevor der Galgen aufgebaut ist, und rette das kleine Männchen. Vermutlich kennt jeder das Spiel aus der Schulzeit und hat schon die ein oder andere langweilige Minute damit überbrückt. Die beliebte Galgenmännchen-App wurde komplett überarbeitet. Neues Design, bessere Performance, mehr Wörter, neue Animationen, Erfolge und vieles, vieles mehr. Wie gesagt, ich habe es auf meinem Lumia 640 getestet, da läuft es einwandfrei, ohne Probleme, schnell, keine Ruckler, ist natürlich auch kein grafisch aufwendiges Spiel, klar, ich meine, wenn Asphalt da drauf läuft, läuft Galgenmännchen da drauf auch, aber wie gesagt, keine Ruckler. Ihr habt verschiedene Spielmodi, ihr könnt nämlich entweder, ja, selber alleine das spielen, dann sucht ihr euch zum Beispiel aus Kategorie aus, irgendwie Promis oder Pflanzen oder sonst was, und müsst das Wort erraten. Dafür habt ihr halt so viele Versuche, bis der Galgen aufgebaut ist und das Männchen da dran hängt. Mit jedem Fehlversuch, wisst ihr, kommt ein Strich oder ein Kreis für den Kopf oder sonst was halt dazu. Es gibt allerdings auch den Multiplayer-Modus, den ich häufiger nutze, 2 bis 4 Spieler. Man gibt die Spielernamen an und dann Spieler 1 gibt dann sein Wort ein, was zum Beispiel Spieler 2 erraten soll, und dann Spieler 2 an der Reihe und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr habt den Sinn verstanden. Was ich ein bisschen schade finde in der App, die Buchstabentasten, um die Wörter einzutippen, sind recht klein, und auch die Buchstaben, die ihr richtig erraten habt, die sind relativ schlecht zu lesen. Das könnte man vielleicht noch verändern. Ebenfalls sind Wörter nur möglich mit bis zu 13 Buchstaben. Unter Android habe ich ein Galgenmännchen-Spiel, da sind Wörter möglich bis zu 20 Buchstaben. Das würde ich mir auch wünschen, dass das vielleicht noch verändert wird. Ansonsten aber klare Download-Empfehlung meinerseits für Galgenmännchen 2 für Windows Phone und Windows 10 Mobile. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.